Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Lang, lang ist's her. Wir hatten ja zwischendurch einen kleinen Ausflug gemacht und es sind seltsame Dinge passiert. Zum einen, war Heiko schon immer so dick? Heiko hat übrigens gerade gekündigt, das habe ich jetzt mal schnell ausgegeben. Heiko nicht mal dünner? Also ich bin mir unschlüssig. Der Heiko geht jetzt auf jeden Fall mal trainieren. So, die Gina möchte zuschauen. Der geht sonst, die ist Schauspielerin gewesen, ne? Ja, das ist da. Der kleine Mann, der ist, kann mal hier, was ist das, machen. Der Josef ist am Rechner, der kann damit mal aufhören. Denn ich glaube, dem Kleinen... Ach, das schläft, oder? Schläft das? Ich muss jetzt mal den Hund herbeirufen, denn ich glaube, es sind furchtbare Dinge geschehen. Ich glaube, unser Hund ist tot. Oder friert der? Kann mir mal damit aufhören zu schwimmen? Ruf bitte mal den Hund herbei. Narabu, Upa. Irgendwas haut doch da nicht hin. Da ist er. So, Moment mal. Der ist krank. Oh mein Gott, ich dachte, der ist tot. Der ist so blau. Toll, jetzt wollte ich eigentlich mit euch ganz andere Dinge machen. Wir fahren jetzt trotzdem gleich mal mit dem Hund zur Tierklinik. Mei, der ist ja ganz blau. Heiko, du trainierst hier richtig... Boah, das dauert, ne? Wir gehen mal mit dem Hund schnell zur Tierklinik. Mann, ich hatte eigentlich ganz andere Dinge vor. Denn heute, also an dem Tag, an dem ich es aufnehme, ist das neue Erweiterungspack rausgekommen. Das Erweiterungspack für die Uni. Jetzt habe ich lange überlegt, ob wir Gina zur Uni schicken oder ob wir warten, bis der Kevin groß ist. Wo ist der Kevin? Hey, Yoon. Die Familie stresst mich jetzt schon wieder. Hä, die schläft doch. Wie kann denn die großen Hunger haben? Gina, dann wirst du hier mal mit Flasche füttern. Würdest du bitte mit dem Hund zum Tierarzt gehen? Ach, muss der Hund erst bis hochgelaufen kommen, ernsthaft. Sehen wir schon Studentenwohnheim am Start. Gucken, dass die Gina alles Baby wirklich füttert. Wo liegt das? Ist das... Kapuna. Wo war das gleich nochmal? The Mäuse. Ich muss kurz gucken. Mich mal bomben. Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei mir nur so laut ist oder bei euch auch. Ja. Du sollst mit dem Hund zum Tierarzt fahren. Dankeschön. Wo ist denn der Tierarzt? Ein Chaos, ist das euch? Klimmerbruck haben wir nicht tatsächlich. Weil ich das Erweiterungspack nicht habe. Wir fahren zur Tierklinik. Ja, ich habe überlegt, die Gina, die ist Schauspielerin, ob sie jetzt doch noch zum Studium geht. Ich glaube aber, das passt irgendwie nicht. Der Kevin ist noch ein Kleinkind. Das dauert also noch ein bisschen. Den jetzt auf Zwang altern lassen wollte ich auch nicht. Wir haben noch das Baby. Das war ja... oder später dann größer werden lassen. Und habe ich überlegt, das Baby und Kevin könnten ja dann zusammen zur Uni gehen vielleicht. Aber ich möchte es unbedingt ausprobieren. Das möchte ich nämlich unbedingt. Und deswegen werden wir, wenn wir jetzt das durch haben mit der Tierklinik,
Wir werden einen der beiden Männer schicken, wenn das geht. Mit. Einen der beiden Männer würde ich gern schicken. Ich hatte auch überlegt, ob ich eine neue Familie erstelle oder ob ich es mit einem von den zwei anderen mache, die wir ja in den Zwischenspiel, sag ich mal, hatten, in den anderen Erweiterungspacks oder die es gab. Ich finde aber tatsächlich, ich möchte gern zu Heik und Josef zurück. So ein bisschen. Ach, Josef. Oh. Er hat das Kühlboxfieber. Teure Behandlung. Alzenab. Aha. Hoho. Bemvoy? Afflin? Not a dream. Scridge! Crouchy. Wobby Sabrim. Wir werden jetzt mal probieren, ob das geht mit Heiko. Wäre jetzt schade, wenn nicht. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Alter das geht. Ist Heiko noch junger Erwachsener? Nee, ne? Josef passt halt nicht so richtig an die Uni. Heiko würde halt gut passen, dann könnte er richtig viel Kacke machen da. Also das wäre so ein richtiger... So ein... Nochmal studieren, weißt du? Muss ich kurz schauen? Grick! Oh, oh. Was tut er? Oh, das Baby heult schon wieder. Ich flipp aus. Wo ist das Baby? Immer noch ganz da oben. Kannst du an den Rechner? Universität. Ach, er kommt da gar nicht ran. Okay, gut. Dann nicht. Haben wir noch einen Rechner hier unten? Heiko hat doch hier den geilen Rechner eigentlich, ne? Ach, der kann damit ja nichts machen. Hol dir mal bitte Informationen über das Foxbury Institut ein. Ach, der Josef hat sich gekümmert. Ein Lieber. Kosen. Schaukeln. Also, wenn der Typ nicht zur Uni passt, dann weiß ich auch nicht. Alter, hast du zugelegt, Mann. Ist ja entspannt, ne? Die müssen wir trainieren lassen auf der Uni. Geht so nicht. Es gibt ja zwei unterschiedliche Universitäten. Wir werden Kevin dann auf jeden Fall auch noch zur Uni schicken. Bei Gina, ich halte es für keine gute Idee. Kann ich hier so? Nee, kann ich nicht. Das Foxbury Institut. Das stets als Elite-Universität eingestufte Foxbury Institut befindet sich auf einem modernen Campusgelände. Es verfügt über beeindrucksvolle Gebäude und blickt auf eine große Schar Ehemaliger zurück, die als Innovationsführer auf ihrem jeweiligen Gebiet Karriere gemacht haben.
Immer auf der Suche nach Studenten, die sich wagen, große Träume zu haben. Das hat er. Organisation. Es gibt Foxborough Teamgeister, Intelligenzbestien und Botgelehrte. Na toll. Spezialabschlüsse Biologie, Computerwissenschaften, Wirtschaft, Physik, Psychologie und Gaunerei. Und Kunstgeschichte, Kommunikation, Koch, Kunst, Theater, Bildende Kunstgeschichte, Literatur und Sprache, wobei das zu China passen würde. Okay. Das ist also eher modern. Prinzipiell würde es natürlich auch gut zu China passen. Ah. Wenn sie ihre Schauspielkarriere kurz auf Eis legt. Traditionelle Vorlesungsstile der Universität von Chester, von königlich bis unbekannt, wurden hier alle Arten von Studenten unterrichtet. Stolz darauf, sowohl Wissen als auch Moral zu vermitteln, damit sich die Studenten zu vielseitigen und aufrechten Sims entwickeln, die bereit sind, in die Welt hinauszuziehen und etwas zu verändern. Es gibt die Pfiffikusse, die Kunstgesellschaft und die Debattiergilde. Achso, das sind überall dieselben. Da sehe ich ja den Kevin eher, ne? Zeig mal bitte, was es für Stipendien gibt. Nicht du! Ach, du nicht. Was ist mit dir los? Verdorbenes Essen hat sie gegessen. Nee, du guckst jetzt bitte erstmal nach Stipendien. Er kann sich nicht für ein Stipendium bewerben. Warum machst du denn sowas auch? Wo ist denn der Kleine? Ach, ich hab Pause. Ja, ihr macht das schon. Er würde kein Stipendium kriegen. Ich sehe halt tatsächlich den Kevin an der dieser klassischen Uni. Vielleicht zusammen mit hier, wie heißt Anne? Ja, gut. Wie gesagt. Es gibt verschiedene Stipendien. Gut, kann der eh nicht kriegen. Und danach darfst du auf den Topf hier. Ach, guck mal, wie traurig er ist. Ich muss auch noch zur Uni gehen, ich hab gar keinen Bock drauf. Heiko, das wird super. Ich sag's dir. Heiko, wir werden so viel Spaß haben. Okay. Hör erstmal auf den Heiko voll zu quatschen. Oh, Mann, ey. Ein Stress mit denen. Die Kinder. Die machen mich fertig. Geh mal mit dem Hund, Gassi, bitte. Zielen gehen und halt mal einen mittleren Spaziergang mit dem Hund machen. Vielleicht geht es schlecht, aber ist mir egal. Ach. Kein Wunder, dass Heiko immer dicker wird. Wir haben hier draußen. Nicht. Leer du mal den Ofen. Geht nicht, ne? Okay. Mach lieber gar nichts, Heiko. Das ist besser. Einfach schaukeln. Heiko, sag mal. Kannst du mal einen Schritt schneller laufen? Oh, das wird jetzt eine Entspannung, sag ich euch. Wenn der Heiko zur Uni geht. Der kleine Mann hat sich schlafen gelegt.
kannst du es dann mal weglegen. Mhm. Oh nein. Oh nein. Wie man das Kleinkind überprüfen. Na, dann kannst du mal in Schlaf legen. Oh. Das war gemacht, das kannst du mal deine Rechnung bezahlen. Uh-huh. 62,000. Unfassbar. Ah, Suna Nibna. Du hörst jetzt mal auf, lässt den kleinen Mann in Ruhe. Du willst zur Uni. Das heißt, du machst dich jetzt noch schick, weil da kommt nämlich ein Haufen Mädels und Typen. Sag mal, du bist doch noch mit dem Dings zusammen, ne? Oh, scheiße. Ja, den betrügen wir halt dann einfach, ne? Wenn's passt. Hier kannst du mal bitte ein großes Leckerchen geben. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Und dann hier das normale Outfit. Der schläft jetzt, ne? Ja, der schläft jetzt gut. Und dann kannst du ja hier hinten vielleicht ein bisschen schauspielen. Schauspielen üben. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Der Josef sitzt jetzt da. Das ist zwar sehr schön, dass er da sitzt. Ach, das hat er weggelegt. Okay. Was ist denn das? Weglegen. Weglegen. Dann kannst du auf den Topf hier. Na, Anne. Das hat ja auch anderswo gestellt, ne? Apropos Anne. Einmal ganz kurz. Gut. Dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen groben Überblick. Denken, Fantasie, Kommunikation fehlt noch ein bisschen und Töpfchen müssen noch gehen. Ja, du kannst auch gleich auf den Topf gehen. Rangoya! Asbuk Noba! Die sind ganz schön stressig, die Kinder. Ihr schlaft ganz oben, ne? Da war doch was. Du kannst ja mal hier schlafen. Oder auch nicht. Sondern dich um das Kind kümmern. Um Heikos Kind kannst du dich kümmern. Und zwar ein bisschen flott, bevor die alle wach werden. Deswegen. Ja, warte mal. Dann gehst du fix duschen. Dann isst du eine Kleinigkeit. So wie zum Thema, wir schaffen das heute noch. Ne? Hier, dann isst du Käsekuchen. Und dann gehst du schlafen. So. Der Josef ist dann auch müde. Der geht, glaube ich, von sich aus schon schlafen, ne? Blöde Kuh, du solltest die schmutzige Windel wechseln. Ah. Ah.
Huggy Ratchu. Ugh, Flynn knew. Whopping up. Warum, Heiko? Der macht mich fertig, der Typ. Wirklich, der macht mich wirklich fertig. Der geht jetzt duschen. Und dann habe ich ihm doch gerade gesagt, er soll sich. Dann nimmst du dir halt einen Schinken fest mal. Ist mir egal. Ja, dann geh halt schmutzig sein. Geil. So. Du isst jetzt was. Heiko läuft ganz cool. Der läuft immer. So ein bisschen, als hätte er was in der Hand. Ich finde, Heiko wird super auf der Uni. Ich glaube, das wird halt einfach etwas eine längere Folge oder eine Doppelfolge anzuweisen. Oh, jeps. Heiko tatsächlich heute noch auf der Uni anfangen lassen. Nein. Du isst jetzt. Wie, du hast keinen Spaß? Spinnst du? Du nimmst eine erfrischende Dusche dann im Anschluss. Und dann geht's schlafen. Man kann jetzt übrigens rechte und linke Bettseite zuweisen. Das finde ich voll schön. So, Heiko, jetzt mal ein bisschen hin. Alle anderen schlafen schon. Du bist perfekte Student, das ist dein 3. Wenn alle anderen wieder aufstehen, geht Heiko ins Bett. So, Heiko. Der kleine Mann, der hat richtig doll Hunger. Kann er eine Paprika essen und eine Weintraube essen und eine Möhre essen? Steh mal kurz auf, Kleiner. Kevin ist sauer. Kevin hat Hunger. Maple for cheese. Bispo. Ja, ist doch was. Was ist doch in der Tasche? Ja, wie gesund sich Kevin anhat, ne? Und dann schläfst du noch ein bisschen weiter. Stress mit den Kindern. So, sehr schön. Sind wir alle am Pennen? Oh, oh, Yatabu. Josef, du musst nicht. Du musst nicht. Das macht die Gina. Josef wäre auch schön an der Uni, ne? Moment. Ich habe gerade wieder so ein Update-Fenster geöffnet. Josef, der kleine Mann kann dann mal aufstehen. Dann kann der Josef mal hier hingehen. Tag verschönern. Kleinkind überprüfen. Wo schläft der Hund? Ach, ja, okay. Soll mir recht sein. So, Heiko schläft auch noch.
Der gruselige, nackte Mann. Entschuldigung. No pores, freeze away. Rada. Ganesha. Wink a lay, babe. Purple peripana. Kirasha yabasane. Smurg zucchinic saphoim. Hör auf, den Voll zu quatschen. Yakala brugi. Play unzeruga. Gesaub. Swaybe. Ugh, Panfish, a torb. Gina nimmt sich jetzt zu essen. Der Heiko kann da mal aufstehen jetzt langsam. Oh. Und der Josef geht den Kleinen baden. Jetzt habe ich hier wieder die Wände alle oben, das tut mir leid. Das macht er gleich hier, oder? Ja. Den kleinen Stinky. Stinky. Ah, Wischi! Oh, pretty smart, Arpinoi. Oh, baby ploofa, baby ploofa. Splish, splish. Oh, oh, unga blasho. Unga blasho. Oh, ho, ho, yabba, zoom. Splish, splish, splish. Zing, zing, zing. Oh, huh? Bliss, bliss, ah, 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 Josef. Ja, Heiko muss auch schon was essen. Schinkenfest mal, ja genau. Hast du gegessen? Du hast gegessen, prima. Das kleine Mäuschen schläft. Dann wird der Josef, der hat zwar auch Hunger, aber obwohl der könnte Asmus essen. Der macht das schon. Heiko, kannst du nebenbei Klammerant nachschauen, wie dein Bewerbungsstatus ist? Oh, okay. Mhm. Mein Gott, was eine Schrecksekunde. Er ist zugelassen. Jetzt kann er sich aussuchen. Pritchester, ja, oder Foxbury. Immer so, ne, was hier Spezialabschlüsse sind, das ist hier drüben normal. Ich überlege gerade, was Heiko studieren könnte. Also Physik fällt, also sagen wir von oben an, Biologie fällt raus. Computerwissenschaften wäre eine Alternative. Wäre hier drüben Spezialabschluss. Wirtschaft, Physik, das würde Heiko wahrscheinlich nicht schaden. Gaunerei finde ich auch ganz lustig. Er hätte mal Kunstgeschichte, ja, Kommunikation wäre vielleicht das für ihn, Kochkunst, Theaterwissenschaft, bildende Künste, das ist Literatursprache. Also wenn, dann wäre es Kommunikation oder Computerwissenschaften. Es ist aber letzten Endes, ich zünd mir mal eine Zigarette an, egal. Denn Heiko wird nicht wirklich studieren, das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Heiko wird schon studieren, ja, so ein bisschen, aber jetzt nicht übertrieben. So. Und jetzt?
Ja. Erst mal auf Klo gehen, ja? Genau. Geh erst mal aufs Klo. Mach das mal. Schreibst du jetzt an der Uni dann... Ach, kannst du das nicht parallel machen? Simba Bifna. Simsei. Jab Grau. Lass mal den Josef. Jedes Semester dauert eine Woche. Okay. Freelance-Programmierer, Orakel und Startup-Unternehmer. Ich bin tatsächlich für die Computerwissenschaften. Ach, wie süß. Also er nimmt erstmal einen Pflichtkurs. Bowling, Malen, Lieder, Klavierauftritt, Method Acting. Oh, schön. Plasma an der Vampirsaga, tierisches Vertrauen, Tragikomödie. Sehr, was für, doch tatsächlich was für Dings gewesen für unsere Tina. Mixen, Schwänzen. Unkonventionelles Gärtnern, Videospielstrategien, Wohlbefinden, überquerende DJ Baseline. Videospielstrategien finde ich dazu. 12 Kurse muss der absolvieren, um einen Abschluss zu kriegen. Ich weiß nicht, wann es zu viel ist, ja? Also bis 4 kann er machen. Achso, gibt's dann kein. Ah. Jetzt hab ich. Wollen wir das machen? Also wir können ihn ja jetzt erstmal einmal machen lassen und dann könnt ihr ja entscheiden, ob wir lieber die Gina schicken wollen. Zu Hause, keine Kosten außer Schulgeld, außerhalb des Campus. Universitätsunterkunft. Keine geschlechtsspezifischen Einschränkungen, keine Zugehörigkeit. Okay. Das hat 4 Betten, das hat 8 Betten. Die sind ja. Keine Ahnung. Nehmen wir das hier, oder? Ist am Ende egal, nehmen wir das hier. Nicht schlecht, er kriegt ein Stipendium. Und er kann Kredite aufnehmen. Nicht schlecht. Aber wir bezahlen es aus der Haushaltskasse, wir haben weit genug Kohle. Wer ist das? Achso, da wohnen erst 2. Okay. So, machen wir es glatt. Ich habe ja ein bisschen Angst. Ich will ja, dass der Heiko, der muss jetzt nicht ordentlich studieren. Also wie gesagt, das machen wir dann mit Kevin. Ich will es jetzt nur gerne mal ausprobieren. Und da ist der Heiko einfach ideal für.
Wenn ihr tatsächlich der Ansicht seid, dass Heiko nicht studieren sollte, sondern Gina lieber, dann lasst mich wissen. Also ich würde jetzt ein paar Folgen aufnehmen und dann könnten wir es immer noch abändern. Ja, das ist Heiko sein Bett. Moment. Ist das egal, wo Heiko jetzt schläft? Da schläft Heiko. Das ist erstmal auf dem Top. Nur mal kurz gucken jetzt hier. Bin ganz verwirrt. Okay. Gastvorlesung. Gemeinschaftsräume. Das ist eine Unterkunft. Das ist alles nicht bespielbar hier. Das auch nicht. Okay. Oh Gott, das wird ja Chaos, wird das ja. Wo ist der Heiko denn hin zum Unterricht? Da wohnt Heiko. Was ist das denn? Der Heiko kann sich Uni-Objekt, Uni-Bedarf kaufen und anziehen. Oh yeah, baby. Das Sweatshirt braucht Heiko. Und den Hut braucht Heiko, definitiv. So. Ach, den kann ich jetzt ersteuern, oder was? Das will ich gar nicht. Lieber Hanna. Du bist mir Bums, Junge. Steuer ja nicht, ums Verrecken nicht. Wo ist denn Heiko? Heiko? Ach. Sag mal, warum läufst du so komisch? So, so. Dag, dag. Komm, say bow. Es steht dir ausgezeichnet, Heiko. So, so. Bildende Künste. Er kauft sich das Computerspiel-Ding auf jeden Fall. Hausarbeiten vielleicht? Ich weiß nicht. Teppiche. Ja gut, das brauchst du jetzt alles nicht, Heiko. Das brauchst du auch nicht. Gitarre, DJ-Pult. Der Heiko kauft sich einen Fußball. Aber nicht so einen normalen, sondern so einen bunten hier. Nimm. Kauf das erstmal. Okay. Ein ganz bisschen Wortgelehrte. Oh, das ist natürlich... Also nicht so einfach. Gibt's hier Menschen? Können wir hier sonst noch irgendwas tun?
bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo Heiko hingehen muss. Ach so, hier steht's. 20 Stunden hat er Zeit. Hast du noch so eine Tasche? Heiko, was machst du? Hauptsache hat Elektrogeräte in der Tasche. Auch ein Blubberblasen, ja genau. Und ein Geschenkehaufen. Das hat alles in der Hosentasche, das ist überhaupt kein Thema. Er fährt jetzt nicht. Moment. Oh, meine Heiko fährt. Entschuldigung. Ja, Heiko, und nun? Du nimmst dein Fahrrad aber mit, ne? Ist das? Was machst du denn jetzt? Nee, du musst keine Hausarbeit machen. Ich bin so ein bisschen. Aber es ist halt echt nicht viel, was man hier machen kann, ne? Bis jetzt. Also. Ist überhaupt jemand da? Mach, Heiko. Guck mal, du kannst ja mit den auch einen aktuellen Film gucken. Kumpel des Mitbewohners. Aha. Ich lasse ihn mal ganz kurz machen. Ich will mal gucken, ob hier irgendwie was Besonderes ist tatsächlich. Mit dieser dramatischen Musik dazu, ne? Ich verliere Heiko immer mal aus den Augen. Okay. Gut. Heiko, gibt's hier eigene Küche? Huh?
Da oben ist Eiko, nimm dir ruhig noch ein Gericht. Du hast doch Hunger, Junge. Wie die das einmal gemacht haben, kannst du da essen. Also das ist an sich schön gemacht, ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich bislang. Mal sehen, also ich hoffe, wir können mit zur Uni. Yanka, Bamu, Zampa, Grasha, Zopi, Vabo, Sick of Flesh. Kann die mal gehen? Purple. Heiko muss hier doch Purple. Freunde finden und so. Heiko hat gar keine Zeit für sein Kind. Wir werden dann auf jeden Fall in die Gemeinschaftsräume. Heiko ist irgendwie gar nicht so müde, ne? Lass mal alleine gehen. Nee, du gehst alleine, Heiko. Du bist satt und du hast auch zu quatschen. So, und gehst alleine mal in die Gemeinschaftsräume zu. Ich möchte das einfach mal sehen. Das war noch in dieser Folge. Meine Kippe ist aus. Zomba creep! Ah! Soup not bored. Stern Zerpa Nooch or Zappa Yaza K West Chubby Sturka Roy Babana. Wer schreit denn hier? Mach der hier. Nur weil es geht. Rinchi Nub. Bottle. Huch. Entschuldigung. Gut, der spielt jetzt Daft Punk, das ist in Ordnung. Es ist schon sinnvoll, das mit Zwan zu machen, ne? Oder mehr Kurse dann. Entsprechend. Ich lasse den Heiko jetzt mal noch ein bisschen spielen. Er muss dann immer auf den Kopf. Und müde ist er.
Echo hat gewonnen. Nein, Echo. Du kannst nach Hause gehen. Ach, hier draußen ist einer. Die schreit rum. Muss mal ein bisschen spulen, weil halt so langsam läuft. Was gibt es denn an der Uni noch so Tolles? Ich denke, wir werden noch ein bisschen was sehen. So, Mäuschen. Dann kannst du erstmal schlafen, wenn du möchtest. Bema. Oh, Walkey! Go, Mal. Der Heiko schläft, dem ist es alles egal. Alter, kann die vielleicht woanders lernen? Der Heiko schläft, blöde Kuh. Oh, Sipene. Was der Heiko alles einschicken hat, ne? Ach, guck mal hier, prima. Heiko, das ist sowas für dich. Oder hochstellen? Take und nehme ich hier so ein. Jetzt kann der Heiko schlafen. Weil der andere nicht pennt, wenn wir jetzt nicht. So. Geh dann ab, bitte einfach mal schlafen, weil du nervst. Die Frage ist jetzt, wenn wir mit zwei Kindern studieren gehen, stellen wir dann die beiden nur oder müssen wir dann auch noch einen extra dazu nehmen? Mal, wo holt denn die ständig das Fressen her? Ist doch eine Küche? Die eine bringt ja ständig Essen angeschleppt. Glara. Nee, es wird nicht schneller, weil hier so viele sind. Sehr ätzend. Mann, ich will, dass Heiko sich richtig ausschlafen kann. Er schläft schlecht, ne? Seht ihr das? Oh, mal Heiko. Wann muss er denn eigentlich zur Uni? Heute beginnt für Heiko das Unisemester. Das wird 5 Wochen lang dauern. In 2 Stunden geht's schon los. Oha, Heiko. Das wird stressig. Dann nimmst du dir noch schnell was zu essen. Und hörst mal auf, so komisch zu laufen. Nimm dir mal was zu essen. Was ist denn jetzt vor? Früh zum Kurs gehen. Na, Heiko. Was ist denn das für Anna? Generell so viele Fragen. Wir sind schon verlobt, du Depp.
Da hatte Heiko seinen Teller einfach mitgenommen, ne? Deswegen hat die WG-Küche keine Teller mehr. Oh, habt ihr gesehen, kurz vor dem Booster aus. Heiko rennt auch sehr schnell, wie man sieht. Oh, ich finde Heiko so süß mit seinen Augen, mit seinem kleinen Pulli. Go Heiko, go Heiko. Der andere muss mal, wisst ihr? Der war nicht gut genug vorbereitet. Nicht so wie wir. Da haben wir sogar noch einen Essensteller mit. Kommen wir auf zu essen jetzt. Mit seinem kleinen Buch. Oh, jetzt darf ich wohl nicht mit? Der pennt halt einfach nur. Mal aufs Pennen. Ich will mich nicht um den kümmern. Ich will mich um Heiko kümmern. Ich hätte das vorher richtig auswählen sollen. Da ist der Heiko in der Uni. Ich hole mal ein bisschen, was der andere macht, ist unser Bums. Da ist er schon fertig. Dauber. Und Chibi. Okay. Doyum Galeb? Mirvalis? Tumba Krimbao? Kessinar? Lunay? Ubreg? Was bist denn du für ein Assi? Moment. Der hat uns. Habt ihr das gesehen? Oh, Blurky Swape. Doofka. So. Or Zappa Yaza. Looks like Bama. Oh, you too. Zilla. Zilla. Lampy. ECL. Blanca Core Cool. Der sonst. Kann man hier tatsächlich nicht sonderlich schön machen. Das ist ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Man kann halt nirgendwo rein. Das ist halt das, was mich. Was ich halt so ein bisschen. Ne? Und es sind halt die Ladebildschirme, die halt einfach ultra ätzend sind. Ich kann auch nichts machen. Kann er eine Runde mit seinem Rad dann fahren? Genau, mit Fahrrad herumfahren. Siehst du, Heiko, das kannst du dann mal machen. Das ist so doof. Ich komme halt nicht näher an Heiko gerade ran.
Aber ich finde es schön, wie die Eisfigur da in der Mitte steht. Es hat viel Schönes. Das hat tatsächlich viel Schönes. Für Heiko. Der ist noch ein bisschen mit dem Fahrrad rum, ne? Wissenschaftlich erforschen müssen wir das. Wir machen dann gleich einen Cut für die heutige Aufnahme. Dann gucken wir erstmal. Was ihr zum Heiko an der Uni sagt. Heiko, bist du mit mir fertig? Ooh, go for Fleeb. Yeah. A Mookie. Meldet ihr das jetzt? Okay, das war ziemlich unspektakulär tatsächlich. Aber er freut sich. Dann radel doch ein bisschen mit deinem Fahrrad umher. Was ist denn das hier? In eine Party statt, ne? Aber ich beobachte mal den Heiko. Scheiße, funktioniert so nicht. Ach, der Heiko ist so süß mit seinem Fahrrad. Das ist wirklich süß mit seinem kleinen Fahrrad. Gut. Ich frage mich. Ich habe mir das Stille ein Sinn jetzt gar nicht angeguckt tatsächlich. Wo ist er denn jetzt schon wieder, der Heiko? Ach, da drüben. Guck mal, alle anderen haben Spaß, Heiko, nur du nicht. Haha! Yes! Woo! Woo! Aha! You're quite rustic. Yeah, I'm full stop. Almost. Sick of oof? Run a fage liquor. Wef, wef. Baby. Ja, der Heiko ist halt der nicht so coole, ne? Der fährt lieber Fahrrad. Also auf eine Party zu gehen. Also schön ist das schon gemacht, da hier mit dem kleinen See und mit dem kleinen Fluss. Das ist schon niedlich. Bin aber derzeit noch ein bisschen enttäuscht von der, von dem Mangel an Vielfalt. Heiko. Das ist nur gut auf das Fahrrad, auf das brauchen wir noch. Der Heiko fährt hier ganz stupide Runden, ne? Keine Poppes. Oh, rüber. Das ist einer nackt. Juckt den Heiko nicht.
Wenn der Heiko einmal am Fahrrad fahren ist, ne, der kennt ja nichts. Da ist dem alles egal. Was der Kämmerin macht, ist uns egal. Stinkt der Typ da drüben? Ach nee, das war der, glaube ich, den wir eingeeist haben, ne? Der ist jetzt bestimmt gerade erst wieder. Der Heiko wird ja noch zum Supersportler, merkt ihr das? Dem macht das Fahrradfahren so ein Spaß. Wo kommt's denn hier? Ach, haben wir jetzt verpasst. Machen wir dann noch mal anders. Nein. Oh Gott, jetzt keine Zeit. Der Heiko ist... Na gut, Heiko. Wenn du keine Freunde finden willst, dann machst du das halt nicht. Der sitzt nur hier oben rum. Quinarb, Abano Plerum Ganera. Parsagop Rebe? Was ist denn der passiert? Varanoi! Ashan Frambeer. Arpanaya Bonan Grabe. Kisnoi. Tenebib Meepew. Equimba. Enizuki. Die war beim Fußballspiel wahrscheinlich. Ja. Ach du. Ja. Ich verabschiede mich von euch erstmal. Der Heiko ist ja am Fußballspielen, der interessiert es in der Uni gar nicht so. Ne? Der macht hier sein Ding und tüdelt hier so ein bisschen rum. Ich glaube, der nimmt das Ganze auch nicht so ernst tatsächlich. Die Frage aller Fragen, die ich mir jetzt gerade stelle, kann ich jetzt eigentlich zu meinem Haushalt einfach wieder switchen oder? Heiko, du musst da mal auf den Topf, ne? Mal auf jetzt damit. Geh mal auf den Topf. Genau, nimmst dein Fahrrad. Hier ist jetzt nichts Besonderes. Das wäre alles hier. Fähigkeiten, Unterricht, Aussemester ausschalten. Professoren per E-Mail über Fortschritt informieren, Studium abbrechen, Gelegenheitsjobs und Job suchen. Okay. Irgendwo geht hier richtig Party ab. Heiko ist nicht am Start. Ist aber verwirrend hier. Sieht alles gleich aus. Wo ist Heiko denn? Ja, geht auf den Kopf. Heiko, bist du doof? Also, warum frage ich überhaupt? Du kannst hier auf dem Töpfchen. Und dann müsst ihr hier einen Toilettenstreich machen. Und dann nimmst du dir was zu essen. Ja, das haben dir deine lieben, dich liebenden Bewohner dahingestellt. Kann halt nicht reingucken, ne? Kann Heiko hier lunzen? Nee. Das ist natürlich traurig. Kann tatsächlich jetzt hier noch nicht viel machen. Aber das ist nicht schlimm. Das wird schon.
mit dem Mitbewohner-Taktik, das finde ich irgendwie doof. Also da habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich das nicht mich eingestellt habe. Gut, egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.